Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video für unser Seminar Sprache und Politik. Heute zum Thema kommunikative Strategien des Rechtspopulismus. Sie hatten Gelegenheit, vorbereitend dieses tolle Buch zu lesen, Volkes Stimme zur Sprache des Rechtspopulismus von Nier und Reißen-Kosch. Und ich möchte daraus die wichtigsten Punkte, flankiert mit ein paar anderen Stimmen, in diesem Video nochmals kurz zusammenfassen. Was ist Populismus? Dazu kann ich sehr empfehlen einen tollen Aufsatz von Karin Priester, in dem sie Populismus als Relationsbegriff bestimmt. Einer, der sich nur in Relation zu einem akuten Gegner bestimmen lässt. Wir können zwar vielleicht sagen, was grüne Politik ist, wir können sagen, was sozialdemokratische Politik auszeichnet. Populistische Politik hat als solche nicht wirklich einen substanziellen Kern, sondern bestimmt sich vor allem aus der Gegnerschaft. Und da ist ganz zentral das, was als die vertikale Achse beschrieben wird, das Volk versus die Eliten und das Ganze eben auch häufig so raummetaphorisch unterlegt, wir hier unten versus die da oben, wie Nier Reißen-Kosch schreiben. Weitere Ingredienzien sind die Berufung auf den gesunden Menschenverstand oder auch Common Sense genannt und eine sehr affektgeladene Antipolitik, also eine Politik, die sich explizit in Opposition setzt zu dem, wie sonst Politik vermeintlich funktioniert, und das Ganze appelliert immer sehr an Gefühlslagen. Und wir haben speziell im Rechtspopulismus noch eine zweite Achse, eine eher horizontale Achse, die das deutsche Volk in Opposition zu anderen, zu Fremden setzt. Und wenn es nicht das deutsche Volk heißt, dann heißt es die deutsche Kultur, was im Wesentlichen auf das Gleiche hinausläuft. Es gibt eine tolle Übersicht von Lewandowski, die ich hier nach Dickmeis zitiere, wo diese beiden Achsen nochmal in ein Schaubild eingefügt sind. Und wir sehen hier, dass das Wir des Volkes noch gekennzeichnet ist durch die Konstruktion eines idealisierten homogenen Volkes, sowas als gäbe es sowas wie eine einheitliche Volksmeinung, die gegen die Eliten vertreten werden müsste und die gegen die anderen, gegen die Fremden verteidigt werden müsste auf der Identitätsachse. Martin Reisiegel hat schon vor bald 20 Jahren am Beispiel Österreich die Prinzipien rechtspopulistischer Rhetorik glasklar, wie ich finde, beschrieben. Und das, was er dort beschreibt, am Beispiel der FPÖ, Jörg Haider, lässt sich in fast allen Dingen auch auf den aktuellen Rechtspopulismus, wie wir ihn bei der AfD zum Beispiel beobachten können, übertragen. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Es beginnt mit Komplexitätsreduktion, also es wird massiv vereinfacht. Die Strategie des kein Blatt vor den Mund Nehmens, dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, und jemand, der sich endlich mal traut, die Wahrheit zu sagen und nicht gegen die vermeintlichen, nicht vor dem vermeintlichen Maulkorb der politischen Korrektheit zu kuschen und so weiter und so fort. Damit, und das hängt damit zusammen, finden wir auch ganz häufig abwertende Beschimpfungen von Gegnerinnen, von politischen Gegnerinnen, aber auch sonst von allen möglichen Gegnerinnen, Ausländerinnen und Ausländern und so weiter. Wir finden eine Froschperspektivierung, das hatte ich schon angedeutet mit dieser raummetaphorischen Unterlegung, wir hier unten versus die da oben, selbst wenn die populistischen AkteurInnen selber eigentlich zum Establishment und zur Elite gehören, versetzen sie sozusagen immer in die Position derjenigen, die von unten nach oben aufschauen und so Kritik üben vermeintlich. Und sie inszenieren sich darüber eben auch als Sprachrohr des Volkes, so als gäbe es sowas wie die einheitliche Stimme des Volkes. Und das ist ja gerade das populistische Moment von Populus, das Volk. Weiterhin finden wir einen sehr dramatisierenden, noch emotionalisierenden Kommunikationsstil. Es wird ganz häufig auf das Prinzip der gebetsmühlenartigen Wiederholung gesetzt. Immer und immer wieder die gleichen Argumente. Und das ist, finde ich, besonders interessant, ein Prinzip, was Josef Klein, den Sie alle kennen, mal als die kalkulierte Ambivalenz beschrieben hat. Ich hatte das schon angedeutet, als wir uns die Corona-Bundestagsrede von Gauland angeschaut hatten, wo es so implizite Anspielungen ans Dritte Reich gab, etwas, worauf man ihn nicht festnageln könnte, wenn man es versuchen würde.
Genauso wie wenn Höcke von Lebensraum spricht und dann schelmisch grinst. Das sind Ambivalenzen, die einkalkuliert sind, weil sie bei denjenigen, die das zu deuten wissen, eben genau die richtigen Schubladen aufmacht. Gegenüber Kritikerinnen kann man sich allerdings immer zurückziehen auf die vermeintlich harmlose Lesart. Ja, ambivalent, aber durchaus kalkuliert. Das sind diese Grundstrategien, die Martin Reisigel damals beschrieben hat, und wir können das alles noch heute eins zu eins so finden. Genau, das fehlt noch, die Erlösungsverheißung, dass eben häufig so ein dramatisches Bild gezeichnet wird von dem maroden Zustand unseres Landes. Und wenn dann erstmal die AfD an die Macht kommt, dann wird endlich wieder das Volk das Sagen haben. So hat es ja Björn Höcke mehrfach artikuliert, auch in der Dresdner Rede übrigens. Und das Ganze lässt sich schön beobachten in Facebook-Posts der AfD, denn das wird Ihnen vielleicht auch bekannt sein, keine andere Partei spielt so erfolgreich auf der Klaviatur der sozialen Medien wie die AfD. Es hat mit Abstand die meisten Followerinnen und Follower und ist auch da besonders aktiv. Hier jetzt mal gerade das aktuelle Titelbild der Facebook-Seite der AfD. Und in der Gruppenarbeit würde ich Sie bitten, dieses Padlet aufzurufen, was hier verlinkt ist. Das sieht so aus. Die Idee ist, dass die einzelnen Gruppen sich auf der Facebook-Seite umgucken und sich einen Post aussuchen, den sie für interessant halten. Ich habe es mal an einem Beispiel hier vorgeführt, wie ich mir die Analyse vorstelle. Sie machen zunächst einen Screenshot des Posts und ergänzen noch den Text des Posts. Den können Sie gegebenenfalls kürzen, falls er zu lang ist. Und dann habe ich hier vorgeschlagen, dass wir mal auf zwei Dinge gucken. Erstens, welches Feindbild wird hier eigentlich gezeichnet? Wir haben hier zwei Feindbilder, einmal Merkel und die GroKo, denen zugeschrieben wird, Steuergelder zu verprassen und zu verschwenden. Aber auch linke Organisationen werden hier als Feindbild herausgegriffen, indem ihnen zugeschrieben wird, Propaganda zu betreiben. Wir finden von den Strategien, die wir bei Reißen-Kosch oder auch bei Reisigel formuliert finden, vielleicht diese beiden. Einmal die Inszenierung als Sprachrohr des Volkes und die Froschperspektivierung. Das sehe ich insbesondere in der Formulierung unsere Steuergelder. Es ist ja interessant, diese Formulierung unsere Steuergelder, also mit diesem Possessivpronomen. Ich würde Sie immer bitten, dass Sie die Belege, die konkreten Belege für Ihre Analyse auch ins Padlet einfügen und die Wörter, die besonders relevant sind, auch fett hervorheben. Sie können das vielleicht auch noch mit ein, zwei Sätzen noch zusätzlich ausführen. Das ist jetzt nur hier mal beispielhaft vorgeführt. Aber es werden auch politische Gegnerinnen diffamiert. Ne, das haben wir ja auch hier. Und dann habe ich noch hier so ein freies Feld für weitere Auffälligkeiten. Das können Bemerkungen zum Bild sein. Mir ist hier aufgefallen, wenn wir uns anschauen im Post, da heißt es hier, der sogenannte Kampf gegen rechts, ein ganz beliebtes Mittel der AfD zur Delegitimierung anderer Positionen, in dem das Attribut sogenannt vorne dran gehängt wird, dass es also in Wirklichkeit gar keinen Kampf gegen rechts gibt oder dass er nicht nötig sei oder irgend sowas, aber es wird sozusagen als eine bewusste Verschleierung dargestellt durch die Gegnerinnen und Gegner, indem das eben mit diesem eigentlich unstatthaften Etikett Kampf gegen rechts versehen wird. Ja, das finde ich interessant und ich bin gespannt, was Sie herausfinden. Das Passwort bekommen Sie über Opal. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Tschüss.